sei ein Rechteck ABCD mit der Länge AB gleich 26 und der Breite AD gleich 15. Auf den Seiten AB, BC, CD und DA befinden sich jeweils die Punkte E, F, G und H. Und zwar so, dass der Abstand zwischen B und E derselbe ist wie der Abstand zwischen B und F, auch wie der Abstand zwischen D und G und auch wie der Abstand zwischen D und H. Diese vier gleich lange Abstände sind gleich 8. Frage: Welchen Flächeninhalt hat das Viereck EFGH? Konstruieren wir zuerst ein Rechteck A, B, C, D mit Breite 15 und Länge 26. Jetzt konstruieren wir diese vier Punkte E, F, G, H, sodass diese vier grünen Abstände gleich 8 sind. Und so entsteht dieses Viereck, das in Wirklichkeit ein Parallelogramm ist. Wir suchen den Flächeninhalt von diesem Parallelogramm. Und dazu nutzen wir nicht die Formel Basis mal Höhe, sondern wir rechnen hier den Flächeninhalt von dem Rechteck ABCD und ziehen dann die Flächeninhalte dieser vier rechtwinkligen Dreiecke ab. Genau das machen wir. Der Flächeninhalt von dem Rechteck ABCD, das ist 15 mal 26. Der Flächeninhalt von diesem Dreieck DHG, das ist 8 mal 8 geteilt durch 2, und der Flächeninhalt von dem Dreieck EBF ebenfalls. Der Flächeninhalt von dem Dreieck HAE, das ist 26 minus 8, also 18, mal 15 minus 8, also 7. Es ist 18 mal 7 geteilt durch 2. Und der Flächeninhalt von diesem Dreieck FCG ebenfalls. Die Rechnung, die wir zu machen haben, ist also 26 mal 15 minus 2 mal diesen Dreiecksflächeninhalt 64 halbe minus 2 mal 7 mal 18 geteilt durch 2. Das führt dann sofort zu dieser Rechnung und die Antwort ist 200. Der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm beträgt also 200 und somit ist Antwort B die richtige. Auf die nächste Frage antworten wir im nächsten Tutorial.